Der neue Brawler Angelo ist einfach jetzt schon draußen. Wir werden ihn direkt kaufen und von 0 auf 1000 Trophäen pushen. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit geht es direkt los. Early Access Paket für Angelo einfach. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Schauen wir uns erstmal an, was hier drin ist. Also Angelo als erster Brawler. Dann hier ein Spray und Münzen. Dann viele Pins, Powerpunkte. Dann weitere zwei Pins, wieder Münzen und hier Pins und 11 Angelo auch noch am 7. Tag gratis. Es ist unfassbar. Dann nochmal hier, 10% Juwelen extra, 2200 Juwelen. Das ist absolut krass. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich gerne an Creator Code Jonas im Shop. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Juwelenangebot auf jeden Fall. 2200 Juwelen, Leute, let's go. Ich muss kurz wieder Blackscreen machen, weil ich aus Versehen sonst meine Mail leake. Übrigens könnt ihr auch 10% mehr auf diese Pakete hier bekommen. Also wenn ihr auch kleinere Pakete kaufen wollt, über den offiziellen Supercell Store. Store.supercell.com. Gerne auch den QR-Code scannen. Und da könnt ihr auch meinen Creator Code nutzen. Genauso wie überall. Und dann profitiere ich auch nochmal extra. Also vielen Dank für jeden Support und auch für euch. Geil, um mehr Gems zu kriegen. Rage Kotara hatte ich noch nicht. Das ist der Skin von der Weltmeisterschaft 2022, glaube ich, oder so. Oder 2021. So habe ich den nicht. Hä? Ich glaube, ich fand ihn hässlich. 2022 war der. Der hat ja nicht so gut gefallen. Dann habe ich ihn einfach nicht gekauft. Ich war sogar bei der Weltmeisterschaft dabei. Die war in Paris im Disneyland. Und habe einfach den Skin nicht geholt, Junge. Da haben wir ihn. Angelo. 18-Euro-Paket. Sehr starker Sniper. Ich habe ihn schon probiert. Konnte natürlich sind so Ortis oder auch Melody. Ich finde den Brawler richtig geil. Vor allem die Fähigkeiten. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird als Sniper. Wir kommen hier zu Angelo. 650.000 Abos fast erreicht. Gerne auch abonnieren für mehr. Brawls ist in den letzten Tagen, haben wir über alle Plattformen 50.000 neue Follower gemacht. Das ist absolut verrückt. Wirklich. Angelo, früher noch Amor, heute eher Amos Kito. Angelo nennt den Sumpf der Verliebten sein Zuhause und sorgt Duch und sucht dort nach Turteltäubchen, um nicht nur mit Charme zu bestechen. Wunderschön. Die Beschreibung hier. Junge, das ist schon echt ein hässlicher Pin, oder? Also, weiß nicht. Diese Nase, Junge, einfach so ein Schnabel so ein bisschen. Aber es soll ja auch so sein. Es ist ja ein Moskito praktisch, ne? Oder nicht? Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Wir machen mal zuerst Power Level 7 und schalten Stück für Stück die krasseren Fähigkeiten frei. Das heißt, dann Stück für Stück Star Power Gadget. Da haben wir auch ein paar Showdown-Runden mehr am Anfang. Dachte ich mir, das ist vielleicht auch nochmal cool. Erstes Gadget ist Stechflug. Mit dem Stechflug können wir eine Sekunde lang in die Luft fliegen und Schaden machen. Okay, die erste Runde. Wir müssen Duo spielen. Wir müssen Duo spielen, leider heute mal, aber besser als gar nicht. Let's go. Direkt die ersten Snipes hier. Wir haben sogar ein bisschen Wasser auf der Map. Wir können ja auch über Wasser laufen. Ich muss auf die Kisten gehen. Ich bin ja lost. Ich muss auf die Kisten gehen. Wir haben als erstes Gadget Stechflug. Damit können wir abhauen. Damit können wir so abhauen mäßig. Oh, Junge. Das Schwierige ist halt, ich muss halt immer meinen Schuss erst aufladen so lange. Ne? Das nervt ein bisschen. Jetzt! Der ist mit einem Schuss weg. Ist das krass. Das ist so geil. Ich hoffe, mein Mate Yusuf macht jetzt hier auch einen guten Job. Yusuf, hol ihn. Hol ihn, Yusuf. Nicht die Ult, nicht die Ult. Mit 20 AP. Das hat geschmerzt, Yusuf, sage ich ehrlich. Das hat geschmerzt. Okay, wir zeigen mal hier das Gadget. Das ist halt auch geil, ne? Gut, es ist eher zum Wegjumpen gedacht, würde ich euch jetzt empfehlen, aber... Nice, schön geaimt. So, und jetzt haben wir den Poison-Pfeil. Und ich denke, der wird das nicht checken, bestimmt. Oh nein, ja. Das Problem ist aber, man muss in diesem Poison-Ding drinbleiben, ne? Ich mache jetzt 8000, ich mache über 8000 Schaden wahrscheinlich jetzt oder so. Ich kann es gar nicht genau einschätzen. Der arme Duck. Okay, erstmal healen. Problem ist, wenn wir den Schuss aufladen, können wir nicht healen. Yusuf, wir machen das. Sehr gut, Yusuf, sehr gut. Nicht gut. Oh, doch gut. Alles gut, alles gut. Jetzt sind wir Showdown. Ah, schwierig. Die Map ist halt auch ein bisschen dicht. Er ist auf jeden Fall eher ein Sniper, ne? Also eher so auf offenen Maps natürlich gut, meinte ich. Zack. Boah, das ist also geil. Die Map ist gut wegen Wasser eigentlich geeignet. Sehr, sehr geil. Gadget interessant. Ist vor allem zum Escapen gut. Und wir knacken in der Sekunde die 650.000 Abos. Der nächste Schritt Richtung 7.000. Oder Richtung 1 Million. Das ist eigentlich das Ziel für dieses Jahr. Wir haben direkt übrigens 13 Trophäen. 14, weil ich die Streak am Start habe. Ist geil. Und wir haben direkt noch einen Stardrop. Einen selten. Okay, direkt geht's weiter mit dem zweiten Gadget. Danach kommen wir direkt schon zu Power 9 in den Star. Oder machen wir direkt Power 11, würde ich sagen, danach. Damit können wir durch Büsche und durch Gegner durchschießen. Durch Wände durchschießen. Das ist auch ziemlich geil. Kommt auf die Map an. Bin ich mal gespannt. Und wir machen so. Mal jetzt. Kann ich das währenddessen drücken? Pass auf, mal jetzt hier. Oh nein. Das wäre so ein geiler Kill gewesen. Ich sag ehrlich, ich weiß gar nicht, welches Gadget ich besser finde. Ich finde beide ziemlich geil. Ah, es ist die Map. Ich kann auch hier versuchen. Guck mal, der Mikro wird es doch safe nicht checken. Ich versuche mal, dieses Gadget hier irgendwie auszunutzen. Mal jetzt hier. Oh, was? Und noch durch den Gegner durch. Das Gadget ist insane. Ich hätte die beide fast killen können gerade. Oh mein Gott. Gadget drücken. Ja, okay, jetzt habe ich halt zu sehr aufs Gadget gesehen. Man sollte natürlich auch noch aufpassen, dass man nicht stirbt. Aber das ist ja insane. Ich finde, glaube ich, das andere Gadget kommt halt drauf an. Ne? Gegen Mortis oder so ist halt geil abzuhauen. Oh mein Gott, da ist ein anderer Dings auch noch. Oh je, da ist er bestimmt gut. Pass auf. Wir holen überhaupt jetzt... Aber wir werden auf jeden Fall die Streak halten. Das ist schon mal wichtig. Ich mache hier mal den Poison-Ding an.
Wenn es irgendwer kommt, dann ist der auf jeden Fall gut gehittet. Vielleicht sogar down. Ah, die sind die weggelaufen. Egal, wir sind Showdown, wir sind Showdown. Als Eis wird wahrscheinlich schwierig, weil die auch Angelo haben. Dann bestimmt auch nicht so schlecht sind, schätze ich mal. Das war schlecht. Ja, komm, die haben 7 Cubes, ich hätte das 0. Josef, hol den ersten, keine Ahnung, irgendwie. Ah, egal. Das ist die nächste Streak trotzdem. Das ist die nächste Streak. Ja, war nicht meine Runde. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir gehen jetzt Power Level 11. 4800 Leben. Er hat jetzt einfach, das ist schon krass, er hat 6000 Leben. Plus Schildgear ist halt krass. Also als Gears, erstmal würde ich empfehlen, ich glaube, plus 1 Gadget. Und Schild bei den meisten Snipern. Das ist eigentlich immer am schlauesten. Kommt auf die Map natürlich teilweise an, vielleicht auch Speed sonst, aber sonst immer gut. Okay, wir kommen zur ersten Star Power. Befähigen. Wir healen uns 600 Leben pro Sekunde in der Giftwolke. Dritte Runde Showdown, wir haben bisher alles gewonnen. Wir kriegen pro Runde bis zu 14 Trophäen. Das ist ziemlich heftig. Was haben wir, wie viel Schaden machen wir jetzt so? 4400 wahrscheinlich, ja. Das ist halt schon krass, ne? Muss im zweiten Fall auch gar nicht mehr so krass aufladen dann. Das ist halt auch das Geile. Und jetzt haben wir auch plus 1 Gadget, stimmt. Guck mal, jetzt können wir jetzt... Oh, die war One-Shot. Guck mal, durch die Wand. Oh, ich bin das Gadget, glaube ich, wesentlich stärker. Ich dachte eigentlich, das andere wäre besser. Das ist ja crazy, hä? Jetzt können wir ins Heal in der Giftwolke. Machen wir hier an. Nein, die wäre down gewesen. Damit direkt. Die wäre down gewesen. Ich mache 8800 Schaden, aber ich versuche es nochmal. Hast du die Spinnen aktiviert, leider? Ah, so knapp, Junge, so knapp. Oh, mein Mann, das ist fast down, gar nicht gut. Jo, 5000 Schaden, das ist geil. Das bockt ja anders. Oh, die haben ein bisschen zu viele. Jetzt haben die noch mehr Cubes, kacke. Ja, die Cubes bekommen gar nicht gut. Jetzt habe ich das Gadget zum Escapen nicht mehr. Jetzt macht er noch irgendwelche Clownspins hier. Was ist denn das? Heal. Ja, hilft wahrscheinlich nichts. Ja, ich habe beide noch gepoisoned. Ja, komm, die hätten irgendwie, keine Ahnung, wie viele Cubes mehr. Nein, die Ulti, die... Oh, die Ulti hat wehgetan. Bitte bleib weg von Kit. Nein. Kill ihn. Ja, Top 2 gesaved, sehr gut. Okay, das Geld... Die Star Power habe ich jetzt nicht so gefühlt mit dem Heal, sage ich ehrlich. Ich glaube nicht, dass sie so stark ist. Ich denke, kommt halt drauf an, ne? Die zweite Star Power ist nämlich für Wasser geeignet. Da sind wir auf Wasserflächen immer 25% schneller. Und sowieso ist Angelo ähnlich zu Eve und wird viel auf Wasser gespielt. Also, wenn Wasser ist, ist die free, die Star Power. Wenn nicht, halt die andere. Welches Gadget findet ihr besser, Chat? Ich bin mir jetzt echt unsicher. Also, das war schon gerade sehr, sehr geil. Vor allem, weil ich auch mehrere Gegner durchdringen kann. Aber Escapen ist halt auch geil. Jetzt bin ich mir echt unsicher, was ich gerade besser finde, ehrlich gesagt. Digga, es ist genau 50-50, die Abstimmung. Oh, ist schwer zu sagen. Okay, ich nehme erstmal das Erste. Ich muss halt selber ein bisschen rausfinden. Ich glaube, für Showdown ist sogar fast eher das hier besser, oder? Was man abhauen kann, wenn ich drüber nachdenke, stimmt. Okay, wir spielen jetzt hier die zweite Star Power, damit sind wir schneller über Wasser. Junge, ich werde so brutal Schaden hier auf die Kiste machen, das ist geil. Ich brauche mal... Oh, hier ist halt krass jetzt. Guck mal, hier ist halt jetzt richtig krass. Guck mal, jetzt brauche ich... Es ist halt... Ich versuche halt, die halt mal wegzuhalten, hier, ne? Sehr, sehr gut. Die sind allerdings auch irgendwie alle lost und sind nicht auf die Kisten gegangen, was übel chillig für uns ist. 6600 Schaden, chillig. Spannter Schaden auf jeden Fall. Ah, knapp, knapp. Junge, es ist so OP. Kann ich einfach die andere Richtung zurückschießen. Jetzt die Star Power nochmal. Wir sind schneller bei Wasser, ne? Manchmal ist halt total broken. Ui. Und zack. 8800 ist... Der Brawler bockt schon hart, ne? Ist er mit dem Busch? Kann ich die Büsche nicht so leicht auschecken. Wobei, man kann immer so schießen. Aber beides geht nicht so leicht. Und Stechflug. Er hat sich nicht bewegt, der Bale. Okay, ja, er bewegt sich nicht, macht er gut. Ich kann halt nicht healen, wenn ich auflade, das nervt mich halt. Guck mal, jetzt mal ein schöner Snipe. Ah, knapp. Dann raus. 10.000, hä? Das kann ich mal hier. Hier Flash ist sehr schön. Krasser Brawler. Wir sind natürlich jetzt auch noch low, aber der bockt hart. Damit erreichen wir 52 Trophäen. Sehr, sehr interessant. Elber Streak. Geil. Oh, ein Stardrop. Die erste Runde Brawl Ball. Ich sag ehrlich, er ist eigentlich nicht unbedingt gut für Brawl Ball. Aber wir pushen halt am schnellsten in Brawl Ball. Und das wird geil werden. Nein, er ist AFK. Hallo. Nein. Okay, er ist nicht mehr AFK. Wir bräuchten aber vielleicht noch so einen Tank oder so. Irgendwas. Das wäre ganz geil. Denke ich. Nice. Genau. Immer schön die Tore schnell rein. Sehr gut. Eventuell wäre es ganz gut, noch jemanden zu haben, der vielleicht auch Wände sogar aufmacht. Fällt mir gerade ein, ne? Aber ja, weiß gar nicht. Also brauchen auf jeden Fall irgendwie Tanks oder so, die... Oh, nice. Oh, ist schon ein geiler Brawler, ne? Brauchen auf jeden Fall Tanks oder... Oh nein, keiner hat den Ball geholt, das ist lost. Ich kann es natürlich probieren.
Oh, nice. Okay, sehr gut. Erstes Game. Auf geht's. Wir gehen rein in die entscheidende Runde für Rang 10. Also Brawler ist da wirklich bodenlos gewesen. Also ich gehe heute, glaube ich, nicht mehr so... Wobei, zwischendrin gehe ich mal vielleicht Brawler für die entscheidende Runde für 500. Ich probiere es mal. Aber Brawler wirklich bodenlos. Okay, hier haben wir auch eigentlich eh einiges an Wasser. Also mal oh, das hat wehgetan. Dieser aufgeladene Schuss, den so zu verkacken, das tut echt weh. Das hätte echt nicht sein müssen. Ist gerade egal. Junge, wieso hat keiner Kisten? Was ist denn hier los? Wie los ist denn die Lobby gerade? Was ist das denn? Ich bin der Einzige. Und es tut so weh, weil ich so lange brauche. Es tut so weh gerade, ey. Oh mein Gott. Ist so dumm. Egal, geht. Jetzt sind mal 4 Cubes. Fuck. Digga, ich bin diesen Schuss verkackt. Ist mir auch selber schuld, natürlich, aber... Tut dann schon weh, sag ich ehrlich. Ey! Oh, ich bin so dumm. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das hätte ich wirklich nicht machen dürfen. Ich muss erst auf den Brawler klarkommen. Er ist auf jeden Fall... Ich meine, er ist halt kein Solo-Brawler. Definitiv nicht, ne? Gute Ult, Chuck. Ist ja keiner. Natürlich. Sehr, sehr geil. Schon Top 3. Waren wir schon auf. Snipe mir nochmal rein. Wilde Runde hier auf jeden Fall. Zack. Oh, gefinished mit dem Gadget. Schön. Er ist auf jeden Fall kein Solo-Brawler. Aber sehr geil. Streak am Start. Rang 10. Aber es muss schneller werden. Aber jetzt, wir sind gut dabei jetzt mit Tresor auf. Auf Safe den Stechflug an. Guck mal, jetzt hier, habt ihr es gesehen? Ich habe beide getroffen. Ich habe es einen Chuck gekillt. 8800 Schaden einfach. Oder try. Das ist krass. Mal wieder. Zack. Oh, das ist übel krasses Gadget für Tresor. Habt ihr es gesehen? Ich kann gleichzeitig 8000 Schaden am Gegner machen und den Tresor damit treffen. Das ist komplett Game Changer nochmal. Oh, yes. Wieder diesen Snipe getroffen. Der wird es sterben. Der kann nichts machen. Die ist auch tot. Das ist viel, viel krasser, hä? Das ist so viel krasser, Junge. Ich warte eigentlich nur darauf, dass sie sich vor den Tresor stellen. Dann kann ich einfach beide absnipen. Das ist komplett OP. PTF. Auf geht's. Entscheidende Runde für 300 Trophäen. Wir machen es ausnahmsweise in Brawl Ball für die Spannung hier. Aber eigentlich ist Brawl Ball gar nicht zu empfehlen. Auf jeden Fall. Aber wir probieren es. Wobei, mit meinen beiden Mates hier klappt es eh gut, hä? Ach krass, jetzt, okay. Ist auch eine bessere Comp jetzt. Also an sich ist er eigentlich gar nicht geeignet für Brawl Ball. Aber wir haben gerade schon gesehen, also für Sniper-Dings kann das schon echt groß. Da müssen wir den Revive nicht aktivieren. Ah. Nice. Oh, das war so ein wichtiger Snipe gerade. Oh mein Gott. Ja, haben wir. Boah. Aber ich sag ehrlich, ist die letzte Runde Brawler, die wir wieder gespielt haben. Wir pushen weiter in Tresorraub. Aber Brawler ist halt spannender, finde ich, für das Video. Gerade Trophäen. 18er Streak. Sehr schön. Mastery Stufe 1. Wir kriegen Münzen. Okay, was sind jetzt die Modi? Ich hab irgendwie Schiss. Jetzt muss jetzt irgendwas Gutes reinkommen. Was haben wir denn sonst noch drin? Juwelenjagd? Das wird auch noch besser sein, denke ich. Brawler. Basketball will ich aber auch nicht unbedingt jetzt. Oh, das ist so. Na, weiß nicht. Hot Zone. Der kann auch die Zone nicht so gut halten. Und Knockout. Das ist es. Das ist es. Knockout. Geil, Glück gehabt. Das ist sogar Wasser. Perfekt, Knockout spielen wir. Oh, das ist so geil, ich kann in den Stacheln vorbeifliegen sogar. Das ist ja, das ist perfekt, da kommen wir hin. Wir werden ihn auf Knockout heute auf 1000 pushen damit. Damit ist es klar. Oh, Leute, das ist so gut. Wisst ihr, wie gut das ist? Vor allem ist Knockout übel geil zum Pushen. Das macht auch richtig Spaß. Auf geht's, entscheidende Runde für 5x Trophäen. Wir kommen sehr gut voran. Brawler ist halt nicht mit dem Brawler leicht möglich, leider. Aber die anderen Modi bocken hart. Let's go. Ich werde jetzt hier 2 Kisten holen. Wir müssen, glaube ich, Platz 1... ich glaube, wir müssen gar nicht Platz 1 werden. Ich habe auf jeden Fall das andere Gadget jetzt mal ausgewählt. Also klar, dass er mich jetzt angreifen würde. Sehr schön. Ich habe dieses Gadget ausgewählt, mit dem wir wegjumpen können. Ich denke, es ist wesentlich schlauer hier auf der Map. Da ist einfach ein Chuck in der Mitte. Keine Ahnung, was der jetzt hier will. Ja, wir kommen halt leider nicht an weitere Kisten ran jetzt hier als Sniper. Das ist halt echt nicht so geil jetzt hier. Ich kann natürlich jetzt hier ein bisschen Angst machen. Ich kann auch leider jetzt hier nicht durchschießen. Ja, ich bin dumm, ich muss wegjumpen. Ja, kann ich halt nicht reingehen. Bringt nichts, kann ich nicht reingehen. Ja, jetzt wäre Durchschuss schon ganz geil, teilweise auch. Gut, dass ich den Busch ausgecheckt habe. Das wäre es gewesen. Ich habe halt gedacht, komm, lass mich doch mal auschecken schnell. Und dann, ja, war der einfach drin. Perfekt. Ich sehe weg. Gut, dass ich über Wasser. Oh, da ist auch ein Barley. Jetzt wird's ganz eklig. Sekunde mal. Sind von allen Seiten jetzt Leute irgendwie. Alles gut. Außer jetzt kommt hier jemand. Gut, dass ich übers Wasser kann. Junge, ich werde halt hart gefokust auch. Also Solo-Shotter ist ja echt nicht gut. Ich habe auch zu wenig Leben dafür. Ich will vor allem die Streak jetzt erstmal halten. Die Streak ist auf jeden Fall Top 5 mit Top 5, was die gehalten. Ich kann irgendwie diesen Barley mal fokussen. Ich kann jetzt so gut den einschenken hier, ne? Ich bin mir noch mit dem Gadget ein bisschen unsicher, weil irgendwie wäre es schon auch cool abzusnipen hier. Also er bockt schon hart, ne? Vor allem, wenn man trifft. Oh. Gadget. Ich habe die Ulti aus Versehen gesetzt vor Panik.
haben wir es? Bis bald. Zielen, ich muss zielen. Zielen. Ich habe Wasser. Ja, komm, fokus mich doch noch mehr. Spike jetzt auch nochmal. Ich kann nicht healen, wenn ich nicht. Oh, sehr gut, der Bot geht nicht auf mich, glaube ich. Einzige. Er ist nur auf mich gegangen, der dumme Larry Lowry. Bitte reicht's trotzdem aus. Yes. Okay, wichtig. Solo echt nicht gut. Ich muss wieder Duo dann 57 probieren. Okay, auf geht's. Entscheidende Runde für 600 Trophäen. Hoffentlich kriege ich direkt wieder so einen One-Shot. Oh, nee, ich genau den ich nicht will auf meiner Lane. Und zwar Karl. Oh, wusste er, dass ich das Gadget habe? Scheinbar. Lacht er hier noch? Dumm, der Charakter. Oh, das war gut von ihm. Oh, das war wirklich gut von ihm. Toll. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das Problem ist, ich heal halt einfach nicht, wenn ich meine Ult auflade. Das ist halt das Dumme. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal weg wegen diesem Karl, ne? Ach, Digga. Der Karl nervt mich. Auf Ernst jetzt. Jetzt aufpassen, ich bin jetzt One-Shot. Oh, Junge. Und es ist schwer. Bei den Lanes ist es halt nicht optimal, dass ich den Karl habe, weil ich kann halt die teilweise fast one-shotten. Wisst ihr, was ich meine? Einer muss halt den Karl kriegen, aber ich meine, die können halt wegjumpen, wenn er mit seiner Ulti käme. Bro, er dodgt so ekelhaft gut. Das Gadget. Doch. Holen wir uns, komm, lass mich mal direkt nach links gehen. Ja, perfekt. Da mittig, ist auch egal. Da links, links, links wegen Wasser. Dann nehme ich auf meiner Lane, ich nicht besser. Ich hoffe, es ist besser, aber eigentlich. Ja, doch, hat funktioniert. Yes. Ja, aber wirklich besser, weil ich kann die fast mit einem Schuss rausholen, dann ist easy. Karl hat ein bisschen schwieriger für mich. 600 Trophäen erreicht, by the way. Sehr, sehr geil. Okay, dann lass uns die verschiedenen Spielmodi einmal spielen. Beginnen mit Juwelen. Wir machen jetzt eh nur noch drei Juwelenjagd, Hotzon und Basketball, da wir jetzt eh noch ganz schön gemacht haben. Wir beginnen mit Juwelenjagd jetzt hier. Verschiedene Spielmodi. Ich sag ehrlich, ich glaube, der Brawler ist halt wirklich eher vor allem wirklich geeignet, nur für Knockout oder Kopfgeldjagd, sage ich mal, ne? Aber eigentlich an sich, ich meine, jetzt hier hat er halt auch echt nicht so viel Leben, ne? Und kann auch nicht so gut Kontrolle halten, unbedingt. Oh, das war nicht gut. Imagine verlieren das. Wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt verlieren, dann ist die Streak weg. Das darf jetzt echt nicht passieren. Muss es hier rausgenommen werden? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist okay, ist okay. Machen wir das Gadget an. Kann ich vielleicht irgendwo hier Überraschung sorgen? Nicht ganz, leider. Schade, ich wollte hier noch den Jam. Oh, schwierige Runde direkt. Schwierige Runde. Hypercharge aktiviert. Nice. Schönes Gadget hier. Wichtiges Gadget. Oh, er ist geslowt. Hat mich ganz getroffen. Egal, sehr, sehr gut jetzt. Jetzt hier noch die Giftwolke an, dann äußern die ein Problem, denke ich. Nicht getroffen leider, egal. Ding ist getroffen. Oh, Junge, ist es eine Runde. Nein. Darf keiner sterben? Oh mein Gott. Ist gar nicht. Ja, doch, ist gut, ist gut, ist gut wieder. Komm. Countdown muss einfach nur runterlaufen. Ich darf auch nicht sterben, ich bin lost. Ich darf auch nicht sterben, ich hab's gar nicht gecheckt. Oh, die Gems, oh, die Gems. Ja, Mist, sehr gut. Ich hab nicht gecheckt, dass ich nicht sterben darf. Nice. Let's go. Wichtig. Okay, ich würde jetzt auch nochmal Monte reinnehmen, weil das Ding ist, Power 11 ist halt inzwischen schon ein großer Unterschied, das ist mir gerade eingefallen, weil die haben ja auch den Power-Level-Unterschied erhöht, ne? Aber du hast sehr gut gespielt, Bro, Fake Bro, ne? Ich nenne die ganze Zeit Bro, weil er Bro heißt. Nicht wundern, dass ich die ganze Zeit, ich hasse es, wenn jemand die ganze Zeit Bro sagt. Er heißt halt so. Okay, wir gehen rein in Basketball, das bin ich mal sehr gespannt. Hoffentlich ist die Auswahl auch gut von dem Brawler, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß nicht, ob unbedingt er der beste Pick für Basketball ist, weil er jetzt auch nicht so viel Leben hat. Aber mal schauen. Boah, ich kann halt gut einschenken, den hier. Das ist halt schon geil. Oh, Fang, aufpassen mit der Ulti jetzt hier. Ich wollte gerade sagen. Nice. Löwe, Löwe, Löwe. Dreier, 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 Dreier.
Das war's nicht. Ich muss erstmal healen jetzt. Ich muss erstmal healen, auch gleich meine Poison-Fähigkeit nutzen. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leider daneben. Ah, shit. Ah, oh, Bass mit Ulti, gar nicht gut. Hab mich leider getroffen, kann nichts machen. Oh, der Brawler ist gar nicht gut für Basketball-Brawler. Ich hoffe, wir werden jetzt unsere Streak nicht verlieren, deswegen. Ich will halt jeden Modus einmal zeigen, eigentlich. Ja, doch, kriegen wir schon hin. Komm, 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 komm. Einfach in souveränen Zweier erste machen, genau. Und die Ulti ist, glaube ich, die Ulti aufzuheben ist, glaube ich, auch schlauer, ja. Was kann ich hier direkt hier, nämlich das hier machen? Den habe ich safe damit. Geht, glaube ich, oh, das waren super gute Hits. Und jetzt den Dreier. Jetzt den Dreier, bitte, Löwe. Du darfst nicht immer verkacken. Löwe! Macht! Nein, das war kein Dreier, das war kein Dreier einfach. Sagen. Oh, das, ich habe auch die falsche Fähigkeit ausgewählt. Oh, ich habe Fang getroffen, sehr gut. Der wird es safe sterben. Jetzt! Und jetzt bin ich dran mit dem Zweier. Auf safe. Ach du Scheiße. Let's go. Basketball, echt nicht mein Ding. Aber der Brawler war gar nicht mal so schlecht, wobei er ist schon schlecht. Das ist nicht unbedingt der Modus für Basketball. Egal. Eine Runde noch Hotzone, dann gehen wir wieder rein in Knockout. Wir gehen rein in Hotzone. Also, wir müssen jetzt hier noch in Hotzone gewinnen. Machen wir das Gadget direkt an. Gemstar. Jawoll! Dieses Gadget ist übel geil, wirklich. Ich bin auch gegen Pam hier. Das ist echt. Jetzt kann ich auch hier zum Beispiel schon für Druck sorgen, theoretisch. Egal, die machen es eh nicht. Jetzt aber wieder. Jetzt kann ich hier theoretisch halt einen guten Durchschuss auch wieder hinkriegen. Perfekt. Digga. Jetzt bin ich ja derjenige, der hier die Zone ein bisschen halten muss. Ein bisschen ungewohnte Rolle. Kann jetzt hier Gadget schon mal drücken, vielleicht. Oh, ich hab irgendwen getroffen, der ist down. Der ist aber 100% down jetzt. Geil. Etwas Glück vielleicht? Oh, ist das geil, Junge. Wieder getroffen. Stark, Mann. Starker Brawler. Habe ich bloß ein Gadget aktiviert? Ich weiß es gar nicht. Mal hier Poison an. Wird es so viel Schaden kassieren dadurch wieder. Ist auch so gut wie down oder ist direkt down. Ja, krass. Ich würde euch trotzdem nicht empfehlen auf der Map oder in Hotzone. Er kann echt nämlich schlecht... Was sind wir uns hier nochmal? Ich muss das hier raus. Kann nämlich echt sehr, sehr schlecht die Zone halten. Oh, die ist neben mir gespawnt. Aber wir haben es zum Glück geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich nur koordiniert hier zusammen reinlaufen. Dann ist es eigentlich gar kein Problem. Gar nicht ganz. Nice. Let's go. Haben wir. Auf geht's. Wir reden Richtung 700 jetzt mit gutem Tempo hier. Sind nicht noch hinten dran. Das bockt so hart, ne? Ich liebe das. Oh mein Gott, ist das OP. Das muss ins Video, bitte. Das ist die Runde vor 700, muss mir merken. Das ist komplett broken, das Gadget. Aber die auch beide nicht mit rechnen. Die können sich ja nicht verstecken einfach mehr. Ich bin super schnell auch noch. Nur die Ulti ist useless irgendwie. Nutze ich irgendwie gar nicht. Ich liebe dieses Gadget. Es ist halt immer nur, dass ich muss mit dem anderen Finger immer aktivieren, wenn ich den Schuss auflade. Das ist das Schwierige. Es ist so OP. Eine Runde noch, dann gehen wir, glaube ich, direkt in Duo, würde ich fast sagen. Schön gespielt, für meine Mates aufpassen. Wollte gerade sagen, ich werde nicht sterben, oder? Das Schild hier rettet uns echt den Arsch. Das ist geil, aber man muss halt einfach einschätzen können. Ich wusste halt, dass ich normalerweise nicht sterben würde. Ich war nur kurz verwirrt, ob es dann vielleicht doch noch reicht. Aber hat nicht ausgereicht, sehr schön. Hm, das war knapp. Hat mich das Gadget fast... Was wird denn Kill geholt? Okay, ein Kill für 700. Dann gehen wir direkt in Duo rein. Ich muss nur einmal treffen. Ah, das Problem ist halt, wenn sie trifft, ist halt immer eklig. Ah, nee, sie hat die aufgemacht. Ekel. Kraft. So schnell ist es unfassbar. Ich liebe das. Ich treffe echt schlecht die Runde. Nee, die Runde ist schlecht von mir mal. Mann, kann ich auch mal treffen vielleicht? Oh, jetzt. Ja, einmal getroffen. Auf geht's, die letzten... Drei Siege jetzt hier für 750. Aber Duo wird halt hart, aber ich will immer Duo machen, weil es spannender ist. Mach hier die einzelne Kiste am besten, der kann den Flächenschaden ja hier gut ausnutzen. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Start für uns. Ich weiß nicht, wie es sein kann, dass wir da so viele Kisten stehen haben, aber es ist sehr, sehr gut für uns. Das ist sehr, sehr, sehr gut für uns als Start. Guck mal, ich das jetzt an hier. Bin ich einer im Busch gewesen? Ich wollte es gerade sagen. Digga, was will denn der Cold jetzt hier? Gadget an. Ich habe ja nicht mehr das richtige Gadget. Ups. Ich habe ja das Wegspring-Gadget, aber es ist wesentlich besser, glaube ich, für Showdown. Auf jeden Fall. Aua. Ja, kill ihn einfach. Ich würde mal sagen. Ja, aufpassen, dass er mich noch irgendwie killt. Ich kann jetzt Immortal wegspringen. Weil er kann eigentlich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil dann. Ja, Mate. Das sieht sehr gut aus in der ersten Runde.
Ich habe irgendwas im Auge gerade. Hoffentlich werde ich jetzt nicht gekillt. Du schaffst das. Sehr gut, danke. 7 Cubes. Ah, jetzt hat er Probleme hier mit dem Cold. Ich komme. Daneben. Danke. Guter Start. 8 Cubes beide. Am besten immer den Schuss aufgeladen lassen, dass ich immer maximalen Schaden direkt rausholen kann. Okay, sehr geil. Wir sehen den Showdown. Wo sind die letzten Gegner, ist jetzt die Frage. Ah, da unten. Okay. Okay. Chill. Da wäre halt Durchschuss ganz geil gegen so einen Dynamite-Spieler. Ah, nicht ganz getroffen. Junge, Schönlöwe hier mit Edgar Hypercharge. Geiles Team direkt. 2 Siege für 750 Trophäen. Ah, nicht optimal. Da unten hätte er seine Flächenschaden besser ausnutzen können. Und eigentlich hätte er auch in die Mitte vielleicht immer gehen sollen, weil es ist zu spät. Ob er es vielleicht noch irgendwie hin. Ne, die Mitte ist, glaube ich, jetzt weg, leider. Nice, kann die Kiste holen. Wo ist er denn überhaupt? Der Schild ist irgendwie im Busch. Okay, keine Ahnung warum. Ah, Miko-Team mit 6 Cubes natürlich jetzt nicht so geil. Kann ja schon mal guten Schaden machen. Löwe, du müsstest eigentlich immer auf das Lower-Team gehen. Ja, sehr gut. Genau, in dem Fall jetzt auf das Team natürlich. Was macht er denn da? Fuck. Sehr schön. Oh, hier Hilfe auf jeden Fall. Fuck. Geht der hin? Nice, sehr schön. Das ist echt gut für uns. Wir haben leider nicht diesen Durchschuss, das ist halt echt nervend. Hier Hit. Stun von Dynamite aufpassen. Anderer Modus kommt jetzt auch noch dazu. Ich habe immer im Notfall auch noch meinen Jump. Ist gar kein Problem. Zack. Ah, da gut gemacht. Hä, war das geplant? Weiß nicht zu treffen. Boah, Junge, die nerven hart. Ich treffe leider auch gerade nicht so gut. Ich habe noch 2 Gadgets übrig. Ja, kann dann gut helfen, das geht schon klar. Ich weiß auch gar nicht, warum der so aggressiv. Shit, ich hätte jumpen können. Jump. Hypercharge auf. Ja, sehr gut, okay, macht's. Wollte gerade schon sagen, ey. Oh mein Gott. Kriegt der den noch? Ja, kriegst du. Machen zu die Lane? Das gibt's nicht. Eine Sekunde. Oh, das war übrigens auch echt direkt vom Gegner. Sehr gut. Nice getroffen. Wichtiger Hit wieder. Kann ich halt auch gut Druck hier ausüben. Mal Gift aktiviert. Haben wir, sehr schön. Sehr, sehr schöne Runde. Mod ist da bitte. Oh! Ich habe Angst, ein Jump ready, also alles gut. Also eigentlich müsste es gehen. Wir müssen auch aufs Wasser stellen. Er müsste gehen. Ich kann einen fetten Hit geben, dann wegjumpen. Guck mal hier. Genau so, jetzt genau. Ja, genau so. Jetzt musst du. Löwe! Nice, ich wollte gerade sagen, ey, Platz 1, Platz 2, Platz 1. Da haben wir beide gut gecarried. Entscheidende Runde für 750. Gutes Tempo auf jeden Fall, vor allem dafür, dass wir hier nur Tresor abspielen konnten. Geh du Mitte direkt. Er checkt's nicht. Zwar nicht gut. War wirklich nicht gut. Weiß ich nicht. Ist er down? Er ist down. Das war nicht gut. Ist okay, ich kann wenigstens hier nochmal einen Cube saven. Ist okay. Ein bisschen reinschießen. Hätte eigentlich direkt Mitte gehen sollen, aber ist nicht schlimm. Passiert. Ich habe jetzt halt jedes Wasser, was ich auch gut ausnutzen kann. Dadurch kann eigentlich nichts schief gehen. Ein Zuschauer? Was macht der da? Machen die beiden da, hä? Hat schon mal sehr gute Hits denen geben. Keine Ahnung, was sie jetzt hier planen, hier gerade ist, aber ist gut für mich natürlich. Ah, ist schon okay. Lu ist hier auch am Start, okay, interessant. Ich kann halt die Ulti nicht nutzen. Wenn ich die hier hinsetze, dann laufen die doch eh weg. Das nervt ein bisschen langsam. Die Map ist aber eigentlich eh solide für mich, weil ich halt immer wieder hier das Wasser ausnutzen kann. Schade. Alles okay? Komm gleich. Komm, wir müssen es gewinnen. Das wäre so wichtig, das wäre so ein fetter Poison-Hit gewesen. Komm. Jetzt voll reinsnipen. Jawohl, der war wichtig. Weiter reinsnipen. Wieder getroffen. Jump. Schöne Runde, Top 2 gesaved. Wo ist Lu? Ja, er ist gestorben, das war klar. Ah, schade, egal, passt. Muss healen erstmal. Kann ich hier so healen? Nicht deaktiviert, dann ist ein bisschen lost, egal. Aber ihr seht schon, ich habe echt super. Ja, kann ich nichts machen. Super geil, kann ich escapen. Das ist geil. 750 geschafft. Ich muss kurz mal schauen. Geil, Mann. Dann gehen wir jetzt direkt in 3 vs 3, würde ich sagen, rein. Let's go, entscheidende Runde für 800 Trophäen schon mal. Wir sind gut in der Zeit. Auf geht's. Egal, einfach hier. Sehr schön von euch, stark. Direkt Gadget. Schöner Hit. Boah, es ist halt direkt low, das ist halt so geil.
Das Gadget ist wirklich so unfassbar stark. Oh, aufpassen nochmal. Einfach aufs Wasser, Jonas. Nice. Ja. Und damit noch ein letzter Kill, dann sind wir schon mal auf 800 Trophäen. Also wirklich super, super gutes Tempo. Hier weiter Richtung 1000. Wo ist das Piper? Frage ich mich. Ah, es wird schwierig. Ah. Das Gadget wieder an, dann kann ich hier wieder schön. Jawoll! Der ist auch nicht weggedasht rechtzeitig. Jetzt kann ich hier die Piper rausnehmen. Okay, der Brawler ist schon stark wieder. Der Brawler ist wirklich schon wieder sehr stark. Boah. Schöne Runde nochmal. Und damit erreichen wir hier die 800 Trophäen. Gutes Tempo weiterhin. Und genau, da sehen wir es nochmal. 804, 56er Streak auch. Ah, schade. Oh, und dann ist er noch in dieser. Oha, was für Passe getroffen. Nice! Ist er lost? Ist er lost? Ja. Nice! Okay, schaffen wir. Hab Nani getroffen, der ist fast down. Und ich habe mich nicht nass. Schön. Oh. Oh mein Gott. Aber beide One-Shot. Ja, sehr gut. Nice. GG. Auf geht's, entscheidendes Spiel für 850 Trophäen. Bisher haben wir alles gewonnen. Streak ist bisher bei ungefähr 60. Junge, wieso spielt einer Jackie? ETF. Hä? Das kann doch nicht. Ich spiel's, glaube ich, ernst. Ja. Ah, Piper One-Shot, was? Ach, krass. Direkt nochmal. Ah, das wird nicht so schlau. Oh mein Gott, hab ihn fast nochmal. Oh, das ist so stark. Durch die Wand einfach. Ich liebe dieses Gadget. Das ist so unfassbar stark. Das kann ich eigentlich easy aufladen. Der spielt echt ernsthaft Jackie oder was? Okay, damit ein einziger Kill, dann haben wir hier 58 Trophäen, Rang 27 schon mal geschafft. Oh Gott, Bock wirklich hart, muss ich wirklich sagen, mit dem Brawler. Mal direkt das Gadget. Könnt ihr wieder. Achso, jetzt ist sie raus, okay. Das muss ich nicht mal one-shotten. Mhm. Ja, ich wollte ein bisschen überraschen mit dem Gadget, dass du woanders hinschießt. War vielleicht doch nicht der beste Gedanke. So, jetzt wird's eklig für ihn. Das kann ich nämlich richtig rausnehmen. Hab ihn. Das ist so krass. Oh mein Gott, hä? Der kann sich. Das ist krass. Das ist so krass. Wieder geile Runde hier für den Brawler auch. Also, er wirkt schon stark, aber halt vor allem auf die Maps, auf denen er passt. 60er Streak, 850 Trophäen. Oh mein Gott! Ich liebe dieses Gadget. Hä? Es ist total broken. Die können nichts machen. Die können sich verstecken. Double Kill einfach. Damit sind wir in der entscheidenden Runde für Rang 28. 900 Trophäen. Übrigens, das heißt nicht mehr Rang, sondern Stufe einfach, ne? Fällt mir gerade ein. Egal. Auf geht's. Achso, ich geh links, sorry. Let's go. Ah, Piper. Ich bin da wahrscheinlich nicht Two-Shot gegen sie, hoffe ich mal. Oh, den kann ich vielleicht hitten. Nee, schade. Aber vor allem darf ich mich Piper halt nicht treffen, das ist das Wichtigste. Der wird sich wahrscheinlich hinter die Wand zurückgezogen haben, schätze ich. Aber wenn ich die Piper einmal hitte, ist halt krass. Dann ist sie so gut wie down eigentlich. Aber sie trifft mich zum Glück auch nicht, immerhin. Jetzt habe ich sie. Nice, habt ihr durch die Wand gesnappt? Man hat es nicht gesehen, weil Screen weg ist. Perfekt. Ich habe sie durch die Wand gesnappt, Leute. Ah, ist so broken, Junge. Ist so broken. Er ist unfassbar. Ich habe sie wieder einmal getroffen und dann wollte sie hinter der Wand verstecken, dann war sie tot. Das ist absolut insane. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen das Kabel komme, sorry. Jetzt brauche ich nur wieder diesen Poison-Schaden am besten. Ich habe sie wieder getroffen, das gibt's nicht. Ah, macht's. Oh, lost. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich der Dumme gewesen. Ich dachte nicht, hä? Diese 3900 Schaden. Weil gerade eben hätte ich doch maximal 3400 gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie konnte ich so viel Schaden machen? Check's gerade nicht, weil eigentlich doch maximal 3400 gerade. Oder. Ja, im Push war ich nicht so. Wie ist denn so viel Schaden gemacht? Eigentlich genau gedacht, ich könnte nicht sterben. Na egal. Nice! Nicht nice? Egal, kriegen wir zu zweit. Kriegen wir zu zweit easy. Nice! Super stark gemacht. Jetzt kannst du die Ult setzen, genau. Hier, Papa. Die kann ich weg. Schnell drauf. Ja, lass ihn. Gar nicht gecheckt. 900 Trophäen geschafft. Wieder sehr stark auf dem Brawler gewesen. An der einen Stelle war ich ein bisschen lost. Ich wusste nicht, dass sie so viel Schaden machen kann. War sehr schön. 900 Trophäen geschafft. Jetzt kann ich nichts machen. Jetzt habe ich eigentlich nur keine Ulti für jeden. Vor allem für Dark, würde ich sagen, ne? Mhm. Nämlich verarschen. Ja, mein Jungs, du machst das noch. Boah. Ich hab ihn. Nein. Schade. Mann, der war so lost. Die waren beide so lost. Das ist unfassbar. Oh mein Gott. Auf geht's. Entscheidendes Game für 950 Trophäen. Also Rang 29 damit. Ja, okay, die haben gut gekommen. Hoffentlich nicht direkt C auf Nani auf der Lane. Das wäre das Wichtigste. Das darf ich nicht hitten lassen. Die machen nicht so viel Schaden, die Bälle. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Hab sie getroffen. Oh, Junge, ist einfach stehen geblieben. Das war smart. Habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, geil! Ich bin der Übelloster. Richtig. Okay, meine Ulti hebe ich mal auf. Ich hebe mir auch mein Gadget schön auf, das muss echt nicht sein.
Kann man schön peeken jetzt hier. Ich hole einen Nahkampf. Ich wollte schon sagen, ey. Nimm eigentlich alles Ulti. Du kannst auch Ulti holen. Also Eve. Nice, schön. Ah, Belge hat einen Hit gegeben, hat sie gut gemacht. Jetzt kann ich mich halt hinstellen, gleichzeitig den Schuss. Das ist halt schon wesentlich cooler, ja, okay. Ja, jetzt bin ich wieder full life. Ja. Das ist wesentlich cooler, auch wenn ich jetzt hier natürlich. Checkt ihr das, dass ich da durchschießen kann? Ich glaube auch nicht. Ist hier langläuft. Perfekt. Nice, Zeit. Volltreffer, ich hab sie voll erwischt, jetzt nicht gecheckt. Perfekt, ich finish. Nicht. Schade. Alles gut, schade. Gefällt Finger. Alter, ich bis das Gadget gedrückt habe, bin ich auch. Yes! Das war eine schöne Runde mal. Zwei Kills gemacht, sehr entscheidend. Geil! Ja, Gadget wesentlich besser. Damit kann ich schießen, ulten, Ulti, Schuss aufladen, gleichzeitig wieder spielen. Rang 29 erreicht. Das bedeutet, wir kriegen es pro Game 10. 5 Games, muss ich jetzt eigentlich kommentieren. Auf geht's, jetzt 5 Games. Echt? Ja, oh, der Reddit. Das ist Platz 1 und 2 global mit Tick. Ah, ja, mit dem hab ich schon gespielt, ja. Das soll Freebin gönnen. Ja, ich glaube nicht, dass er Freebin gönnt, leider. Zumindest nicht so. Hier rüber, ich muss rüber wegen Nani, Ja, ich hoffe mal, dass es ganz nah ist. Nani ist schon weg. Hab einen Hit auf den Cold, der Cold ist sehr low jetzt. Ja, Arvin. Ja, aber er gönnt einfach kein Freebin. Dann ladet am besten ihr nochmal die Ult auf als ich, das ist wichtiger. Oh, ist sie lost, hä? Das sind halt randoms wahrscheinlich gewesen. Okay, auf geht's. Die letzten 4 Games. Maisie. Okay, Maisie ist sehr gut für uns. Maisie ist lost. Digga, muss ich kriegen. Ja, Amy geht besser. Komm, let's go. Nice. Komm, die weiß nicht, wo du bist. Volvo Ulti. Gibt's doch nicht. Ja! Stark, Mann. Stark gespielt. Okay, das bedeutet, 3 Siege nur noch für die 1000. Komm, auf geht's. Nächste Runde. Wir haben wieder eine Maisie und einen Fang dieses Mal, okay? Also, wenn wir beide auf dem Wasser bleiben, ist Fang eigentlich gar nicht gefährlich für uns sogar. One-Shot. Sehr schön gemacht. Schön. Ja, kriegst du. Nice. Das war schön. Wichtig. Das Fang eigentlich nur nicht feeden, stimmt. Das ist wichtig. Hm. Ja, da ist schon Ulti. Das könnt ihr Ulti mitnehmen. Das könnt ihr Ulti kriegen, beide. Meine Ult ist unwichtig. Holt ihr Ult, beide. Der hat Ult. Hyper-Shot kriegt ihr auch natürlich, stimmt. Ja, okay, jetzt vielleicht doch nicht mehr so viel Risiko. Jetzt nicht mehr, aber. Ja, ist gut. Ja. Aber eigentlich ist es gut, weil er hat ja keine Ulti mehr. Ja, stimmt eigentlich. Und ich habe meine Ulti bei einem Hit. Das war gut für uns, war sehr gut für uns. Mhm. In die Richtung Druck. Oh, mein Gott, Junge! Durch die Wand. Ah, schade. Oh, mein Gott, Junge, das war die beste Ulti je gesehen. Du hast einfach. Ich werde sich richtig ärgern. Du hast einfach alle drei rausgenockt damit. Ja. Aber was haben die gemacht? Wahrscheinlich über die Panik bei denen, welche Richtung die Lala laufen sollen. 2 Siege für die 1000 Trophäen. Jetzt muss ich vor allem auch auf Mandy aufpassen. Oh, das ist echt gar nicht geil, sag ich ehrlich. Oh, hab sie hit. Das ist sehr gut. Perfekt. Jetzt ist perfekt. Ah, nicht ganz getroffen. Egal, jetzt haben wir den Vorteil. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, Papa, kann man pushen. Kümmerst du dich um die Mandy? Ja, ich heal ein bisschen. Oh. Oha. Schaut mal, 1 gegen 1 jetzt plötzlich. Mhm. Schade. Egal, das ist natürlich. Was mache ich jetzt am besten? Ist die Frage. Soll ich mal Gadget drücken? Ah, der hat auch Gadget. Digga. Ey, aber das kam jetzt wirklich aus dem Nichts, Junge. PTF. Hab Piper-Hit. Hab sie. Er sieht mich auch, shit. Es ging eins. Mann, dieser Hit nochmal. Dieses dumme Gadget, ich hätte nicht reinlaufen sollen. Das wird zu gierig. Schön, habt ihr eigentlich. Nice. Hm. Okay, dann steht es mal 1-1. Jetzt eigentlich nur noch Ulti und halt Manny am besten keine Ult geben, stimmt. Ja, deine Farbe drauf haben die Ulti. Ich will einfach stehen, bleibst nice. Ja, okay, wenn wir jetzt einen Kill machen, dann steht es. Dann sind wir ein Game vor 1000. Okay, jetzt hier nicht getroffen. Absolut. Nice, der Hit war so entscheidend wieder fürs Game. Ich darf jetzt nur nicht am besten. Ich gehe lieber auf Piper wieder, wegen Gadget. Ja, okay, ja Hammer. Stark. Starkes Spiel von euch. Ein Game für die 1000. Okay, machen spannende Musik an. Oh mein Gott, das müssen wir holen, bitte. Das ist easy eigentlich von der Comp. So eine Chance kriegen wir nicht nochmal. Nein, das müssen wir jetzt holen. Ich muss rechts, sorry. Oh mein Gott, das müssen wir. Einfach nicht verkacken jetzt. Komm. Die Entscheidung jetzt hier. Das ist Entscheidung. Schön so reinspielen, nicht zu offensiv gehen. Hm. Oder ein Gadget kommen.
Nice! Ah, schade. Ich mach Gadget mal an. Ah, das hat ziemlich durch den Dings. Oh, nein. Aufpassen. Ich lass mich solche hitten. Oh, RIP. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Mach ich jetzt. Kann ich eigentlich unmöglich holen, das ist meins gegen zwei. Das kann nicht sein. Ich hab sogar noch eine Pille rausgeholt. Schau, dass du irgendwie noch Ulti vielleicht bekommst. Ja, ja. Ich muss mir den nächsten Run machen. Ah, ich hab noch einen Kill rausgeholt. Das ist so eine Random Kombi, wir müssen die kriegen. Das ist übel die Random Kombi. Schade. Nein, das ist jetzt nicht Yoro. Das kann doch nicht sein, das ist die ganze Zeit. Man, ausgerechnet die Runde ist mal gut von mir gewesen auch. Schade. Wir können noch 1 gegen 2 gewinnen, ein bisschen Glück. Ich hab's so probiert, wirklich. Digga, die war so lost, ich wäre die One-Shot gewesen. Ich hab ihn getroffen, ich glaube, der ist down. Let's go! Ja. Oh mein Gott, das ist so eine gute Runde mal von mir. Mit ist weg. Wir müssen es einfach nur noch souverän spielen. Ist keiner in der Mitte. Ja. Oh mein Gott, die Runde ist so gut! Let's go! Das ist Dings! Was ist der Brawler? Ja, okay, haben wir getroffen. Aber das ist finished. Nice. Ja, schaffen wir. Wenn das ist keine Nani-Dings kommt, ist bitte. Ja. Keine. Wir hatten vorhin aber auch gegen Spike-Dings verloren. Oh mein Gott, aber die Kombi müssen wir wirklich holen. Das ist jetzt eigentlich echt entspannt. Das sind Randoms, das müssen wir machen. Das müssen wir holen, ja. Das können wir uns löschen gehen. 100%. Halber nicht Hitler, schade. Ach, der ist. Jawoll, direkt gehittet. Richtig, Junge. Und Surge ist ja so los auf dieser Map. Ja. Piper Hit. Oh mein Gott, let's go! Geht doch! Ja, mach du am besten Ulti auf. Nein, Ulti ist völlig egal. Du musst eigentlich nur deine Ult kriegen. Er ist stark, muss aufpassen. Mit Gadget kann er. Naja, okay, vielleicht doch noch auf Safe einfach. Ja, lass auf Safe lieber als einfach versucht zu gewinnen. Ich krieg's ja nebenbei eh deine Ult aufgeladen. Ja, ich kann echt viel Damage raushauen. Ich hab auf jeden Fall meine Gadgets noch auf und so, es wäre ja lost, jetzt rauszuhauen. Oder komm, ich mach einen Durchschuss. Egal, ist rausgedrängt worden, ist okay. Ah ja, kriegen wir. Das wäre natürlich geil, wenn du deinen Ult noch irgendwie kriegen würdest. Ich ist trotzdem noch. Will ich schon nochmal anhitten, ja. Ja, richtig. Ein Kill für die 1000, komm. Ein Kill für die 1000, das muss es sein. Komm. Schade, egal. Ja. Nice, aber der hat entscheidend. Richtig. Jetzt einfach sicher. Ich überhaupt Full Life? Ach, perfekt, genau eins fürs Schild fehlt, egal. Search ist dahinter. Ja. Nice! Schöne Runde nochmal. Schön. Ey, Jungs, geil. Yes! Ey, es hat so lange gedauert noch. Aber ey, mal Starspieler hier. Schöne Runden auch nochmal. Aber Angelo ist nicht der Beste für die offene Map, aber einer der stärksten Brawler auf jeden Fall. 1000 Trophäen. Geschafft. Let's go! Wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr ganz rechts im Shop meinen Creator-Code eintragen. Jojonas ist völlig kostenlos, gerne alle 7 Tage neu eintragen. Vielen Dank! Ansonsten lasst gerne ein Abo da. Für mehr zu Brawl Stars, weitere Posts und auch die Championship-Challenge. Müsste auch schon online sein wahrscheinlich. Und ansonsten natürlich auch gerne vorbeischauen auf jojonas.shop. Für meine eigene Handyhülle könnt ihr euren Namen und eure Spieler-ID eintragen. Das Sahen haut rein. Ich werde weiterhin versuchen, den besten Content jeden Tag zu produzieren für euch. Da ist der Abspann verlinkt. Haut rein und bis zum nächsten Video. Danke für den Hype. 50.000 Follower in den letzten Tagen. Das ist crazy. Ciao.